Sandra Milo ist tot. Die italienische Schauspielerin ist mit 90 Jahren in Rom gestorben. Das gaben ihre Angehörigen laut Medienberichten bekannt. Wie sie es gewünscht hatte, verbrachte sie ihre letzten Stunden im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus. Neben ihrem Studium in Mailand arbeitete Sandra Milo als Foto- und Aktmodell. 1955 wurde sie für den Film entdeckt, ihr Debüt feierte sie in der Komödie »Der Junggeselle«. Federico Fellini verpflichtete sie 1963 für den Film 8,5. Für den italienischen Kultregisseur, der sie als seine Muse betrachtete, stand Milo auch für »Julia und die Geister« vor der Kamera. Für die beiden Fellini-Filme erhielt sie den Nastro d'Argento als beste Nebendarstellerin. Zweimal war sie zudem als beste Hauptdarstellerin für den italienischen Kritikerpreis nominiert. Bis zuletzt war Sandra Milo als Schauspielerin aktiv. Ihr letzter Film stammt aus dem Jahr 2021. Parallel hatte sich die Mutter dreier Kinder eine zweite Karriere als TV-Persönlichkeit aufgebaut. Seit den 1960er Jahren moderierte sie immer wieder Shows im italienischen Fernsehen. 2022 trat sie als Jurorin in der italienischen Ausgabe von Drag Race auf.